Wie gefällt Ihnen das neue Motto Vielfalt braucht Verstärkung? Ja, super. Ein sehr schönes Motto. Auf der einen Seite ist es nicht so sexy, wie man manchmal so Mottos erwartet. Bunt, vielfältig, positiv. Ich bin total begeistert. Aber ich finde, es trifft genau die Thematik, die notwendig ist, dass man zusammenhalten muss und die innovativen Kräfte sich zusammentun müssen und nicht gegeneinander ausspielen. Das Motto ist gut und wenn man es erklärt bekommt, ist es sogar sehr gut. Also ich finde das Motto tatsächlich sehr, sehr gut, weil ich finde, wir sind so eine große Community einfach, groß, klein, dick, dünn. Mir gefällt es auch sehr, sehr gut, vor allem wenn man sich das mal so sprachlich überlegt, Vielfaltigkeit oder wie vielfältig generell Menschen sind. Wir brauchen einfach Unterstützung, egal von wem, von welcher Organisation, von welchen Kulturen oder auch von welchen Menschen. Das Motto dieses Jahr ist hervorragend. Das ist ein richtig, richtig tolles Motto. Man braucht einfach viel Unterstützung von jeglichen Personen und deswegen finde ich das Motto für dieses Jahr echt, echt cool. Ganz egal, wie oder was, wie Lisa schon gesagt hat, groß, klein, dick, dünn, dunkelhäutig, hellhäutig, ganz egal. Und ich finde einfach, es ist definitiv an der Zeit, da ein Zeichen zu setzen. Das beschreibt, was wir sind. Das beschreibt, was wir brauchen, das beschreibt, was wir tun wollen und das beschreibt eigentlich auch genau das, was Erde und Schöpfung eigentlich ist. Zu sagen, hey, wir sind alle gleich und wir sind eigentlich alle cool miteinander und wir sollten uns nicht bekriegen oder gegenseitig einen hassen oder auf einen neidisch sein, sondern einfach befreundet sein und das Leben genießen. Ich finde es absolut super gut, weil es hat mehrere Grundzüge drin und mehrere Richtungen. Und mehrere Brücken. Wenn Schöpfung alles gleich gewesen wäre, dann wäre es langweilig. Dann wären wir alle grüne Grashalme. Wir sind alle unterschiedlich, wir sind alle vielfältig. Wir müssen doch gemeinsam dafür kämpfen. Dieses Vielfalt verstärkt, ist genau dieser Stärkungsgedanke, dieser gemeinschaftliche Gedanke, der dahinter steckt. Es soll bunt sein, es soll schön sein. Und wie wir auf die Schöpfung aufpassen müssen, müssen wir auf unsere Vielfalt aufpassen, auf die Mitmenschen, aufeinander. Das Motto gefällt mir extrem gut, muss ich sagen, weil Vielfalt wird halt derzeit massiv angegriffen von rechts. Das Motto schon allein von der EU ist Einheit durch Vielfalt. Auch da findet sich das Wort Vielfalt wieder und unsere Gesellschaft ist so vielfältig. Und genau das ist das, was der CSD will. Und ich hoffe, dass wir das dieses Jahr mit ganz viel Verstärkung, ganz viel Kraft und ganz viel Spaß machen können. Und wir brauchen dabei Unterstützung. Wir brauchen Unterstützung aus der gesamten Gesellschaft, weil das geht uns alle an. Da finde ich eigentlich fast nur eine Selbstverständlichkeit, dass der CSD dieses Jahr das Motto genommen hat und den Begriff vielfältig aufgegriffen hat und dann auch ein bisschen Schmackes dahinter gelegt hat und gesagt hat, verstärken wir die Sache noch ein bisschen.